Hallo und herzlich willkommen. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich dieses Video zu dem Thema Corona, die Generation Y und andere rücksichtslose Egoisten tatsächlich machen sollte. Ich habe mich aber dafür entschieden, nachdem auch heute am 17.03. tatsächlich noch Gruppen von jungen Leuten durch die Stadt laufen und Party machen, als wäre nichts passiert. Oder man zum Beispiel hier in Chemnitz an dem Sport- und Spielplatz an der Augustusburger Straße immer noch 20, 25 Leute gemeinsam im größten Spaß Fußball spielen sieht, denke ich, das Ganze müsste mal gesagt werden. Was hat mich am meisten schockiert in den letzten Tagen, das waren diese Blicke voller Verachtung, voller Geringschätzigkeit, voller überheblichen Lächelns, als ich am Samstag zum Beispiel gesagt habe, auch Leuten, die ich eigentlich für intelligent und verantwortungsbewusst gehalten habe, dass ich es nicht mehr gut finde, wenn man jetzt zu Partys geht, wenn man in größeren Runden Geburtstagsfeiern, Restaurants feiert, wenn man zusammen mit Freunden ins Kino geht und weiter so lebt, als wäre nichts passiert, nachdem seit Anfang der Woche eigentlich klar war, was auf uns zukommt. Es war klar, dass in Italien Menschen sterben gelassen werden, weil man keine Notfallversorgung mehr für die hat. Wenn sie einfach zu alt und zu krank sind, lässt man sie sterben, man kann sie eh nicht versorgen. Es war klar, dass das Ganze auch in Deutschland auf uns zukommt, wenn wir es nicht schaffen, die Ausbreitung vom Coronavirus wenigstens einzudämmen und zu verlangsamen. Und trotzdem geht diese Generation Y mit Argumenten daran, die auch nur auf eins gerichtet sind: Wir wollen nicht zurückstecken. Ich möchte bloß ein paar Argumente bringen, die ich in den letzten Tagen dazu gehört habe. Das Hauptargument ist: Uns passiert ja nichts, wir gehören ja nicht zur Zielgruppe, was kümmern uns die anderen? Das nächste ist: Sollen die Alten doch sterben, das entlastet bloß unser Gesundheitssystem, unsere Rentenkasse. Das dritte, was sie besonders witzig finden, ist Corona-Partys zu feiern, dass man Corona ertrinken soll, aber sich nicht einen Spaß verderben lassen soll davon. Also der Hauptargument ist immer: Wir lassen uns doch unsere Freiheit nicht nehmen. Ja, eins der weiteren Argumente ist: Wir müssen ja sowieso durchseucht werden, da kann man das auch jetzt gleich schon richtig machen, da müssen wir uns nicht einschränken. Und manche fragen mich: Was ist denn nun das Ziel? Warum machst du dieses Video überhaupt? Vielleicht ist es einfach die Hoffnung, dass sich doch noch die ein oder andere Person aus dieser Generation Y und der Generation Z doch noch wieder zurück vom Menschlichen lässt und tatsächlich wenigstens ein wenig Rücksicht auf die anderen Mitmenschen nimmt. Ich habe das volle Verständnis, dass diese Generation so komplett egoistisch ist. Wenn man sich schon einen allein überlegt, dass es hunderte von diesen Persönlichkeitsratgebern gibt, wo immer wieder betont wird und immer wiederholt: Denke zuerst an dich, stelle deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Was willst du? Du kannst alles erreichen, was du möchtest, und lebe jeden Tag so, als wenn es der letzte wäre. Und man hat das Gefühl, genau das haben die Leute verinnerlicht. Sie denken nur noch an sich. Sie denken Party bis zum Ende. Und alle anderen sind mir scheißegal. Und ich denke mal, das ist eine Sache, die jetzt einfach nicht mehr tragbar ist. Und wir müssen uns auch überlegen, dass es dieselbe Generation, die kämpft dafür, dass in Zukunft mit möglichst strengen Maßnahmen 5 Fahrradfahrerleben pro Jahr gerettet werden, dass Leute nicht mehr schwer atmen können wegen zu vielen Stickoxiden in der Luft und dass wir deswegen Autoverbote überall bekommen und älteren Leuten zum Vorwurf machen, dass sie das Klima kaputt gemacht hätten und bei Fridays for Future für ein Klima auf die Straße gehen. Ich frage mich, aus welchem Grund soll man solchen Egoisten überhaupt eine funktionierende Umwelt und ein funktionierendes Klima übergeben? So wie sie sich jetzt verhalten, hat kein einziger davon das verdient. Aber es gibt ja noch einen Haufen andere Lebewesen auf der Welt, die das verdient haben und warum es tatsächlich Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Aber für solche rücksichtslosen Arschlöcher mit Sicherheit nicht. Dass es möglich ist, dass man mit diesen Einschränkungen tatsächlich aus einer komplett unmöglichen, unvorstellbaren Situation die ganze Sache umkehren kann, hat uns ja China gezeigt, indem innerhalb von 4 Wochen in Wuhan das Ganze umgedreht wurde und innerhalb von 6 Wochen in China eine Situation erzeugt wurde, wo es fast keine Ansteckung mehr gibt und die kommen nur noch aus dem Ausland reinkommen. Das heißt, 4 Wochen wirkliche Disziplin reichen aus, damit ich wieder anfangen kann, das Leben in meinem Land zu normalisieren und die ganzen Menschenleben gerettet habe. Natürlich muss diese Durchseuchung stattfinden, aber doch nicht jetzt, wo die gefährdeten Gruppen nicht geimpft sind. Wenn wir es schaffen, die Monate zu überstehen, bis es eine Impfung gibt, bis wir die Risikogruppen impfen können und dann die Durchseuchung durchführen, dann retten wir Tausende von Menschenleben. Wenn es aber schon scheißegal ist, wie der jungen Generation, die immer noch Party macht, auf sowas kann ich dann auch keine Rücksicht mehr nehmen.
Also ich finde sowas von egoistisch, arrogant und überheblich. Und wenn ich dann die Blicke sehe mehr und mich daran erinnere, die Leute ertragen mussten, asiatische Mitbürger, die mit Maske durch die Stadt gehen, die wenigstens symbolisiert haben, ich möchte euch nicht anstecken. Und über die wird sich überheblich und arrogant hinweggesetzt. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie ich das finde, wie sich die jungen Leute heutzutage benehmen, wie sie sich begeben und wie rücksichtslos und arrogant sie tatsächlich sind. Und dass das nicht bloß ein Spruch war, damals von den österreichischen Kultur- und Trendforschern, die zur Generation Y gesagt haben, das sind amoralische Egoisten. Wahrscheinlich stimmt das Ganze doch vielleicht sogar noch schlimmer, als sie es damals ausgedrückt haben. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass sich auch Chemnitz mit der Oberbürgermeisterin wie immer nicht gerade an vorderster Front gezeigt hat, absolut zögerlich strengere Maßnahmen ergriffen hat, sodass es überhaupt noch möglich war, dass diese ganzen Partys noch stattfinden konnten und dass selbst jetzt auf diesen Sportplätzen, wo es bekannt ist, immer noch Massenleute Fußball spielen und dass das unterbunden wird. Man muss jetzt dazu sagen, dass sich Chemnitz auch insgesamt nicht mit Ruhm bekleckert hat, die eigentlich nie in der Zeit, seit wir Frau Ludwig als Oberbürgermeisterin haben. Also auch hier wurden die Maßnahmen erst dann durchgeführt, wenn alle Städte und alle Regionen ringsherum, die es schon lange durchgeführt haben, ja zurückhaltend, ja keine Partys und keinen Tann einschränken. Das ist genau das Gleiche wie dieses bekannte Rauchen jetzt überall wieder in allen Clubs in Chemnitz, wo niemand von den entsprechenden Ämtern Kontrollen durchführt, wo es keine Strafen gibt, sondern wo das Ganze geduldet wird. Hauptsache, wir haben viele Partys, wir haben viel Spaß und wir gewinnen den Kulturhauptstadttitel. Ob die Gesundheit von Menschen, die nicht rauchen, gefährdet wird, interessiert eine Oberbürgermeisterin oder ein Kulturhauptstadtteam überhaupt nicht. Und genau dasselbe hat sich jetzt hier auch wieder in diesem Partybereich und der Vorbereitung von Corona-Infektionen dargestellt. Lass die Leute Party machen, lass sie weitermachen wie bisher. Hauptsache, die haben Spaß und das mit dem Corona sind wir an zweiter Stelle. Und ich hoffe, dass bei der Oberbürgermeisterwahl dieses Jahr wieder jemand gewinnt, der sich durch Tatkraft und Mut auszeichnet und nicht nur durch Schwätzerei, Feigheit, Rechtsverdreherei, sondern jemand, der positiv was für Chemnitz bewegt und tatsächlich auch den Mut hat, Dinge anzugehen, wo in den letzten 8 Jahren nur Feigheit geherrscht hat oder über 8 Jahre schon. Das ist jetzt das Ziel von dem Video. Ich hoffe, dass es noch irgendwie gelingt, mit den vernünftigen Leuten in dieser Stadt das so hinzubekommen, dass sich die Infektion mindestens nur so langsam ausbreitet, wie wir das mit Intensivbetten und Beatmungsgeräten abdecken können. Viel schöner wäre es natürlich, wenn wir die Ausbreitung so weit reduzieren können, dass so wenig wie möglich Menschen aus dieser Risikogruppe sterben und wir diese Zeit, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, irgendwie überbrückt bekommen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, zumindest die Leute aus der Risikogruppe zu impfen und dann die Durchseuchung stattfinden zu lassen, wenn es also so wenig wie möglich Tote daraus entstehen können. Ich weiß, dass es der Generation Y und der Generation Z im Moment scheißegal ist, jedenfalls sehr vielen davon, zumindest die sich jetzt angesprochen fühlen können, weil sie am Wochenende Partys gemacht haben oder sich mit Freunden getroffen haben. Aber vielleicht lässt sich das noch umkehren und wir schaffen noch eine gemeinsame Lösung, die viele Menschenleben rettet. Dann wird das Ziel von dem Video erreicht. Danke.